Demonstration von der Zustimmung und Anerkennung des Volkes gewinnen. Nun ist die tibetische Exilregierung seit 38 Jahren in Exil, also getrennt von der überwiegenden Mehrheit der Tibeter in Tibet, im besetzten Tibet. Und für die große Mehrheit der Tibeter in Tibet ist die Exilregierung ohne den Dalai Lama an der Spitze eine gesichtslose Regierung. So die große Mehrheit der Tibeter in Tibet als auch im Exil sieht und anerkennt den Dalai Lama als das religiöse und weltliche Oberhaupt des Volkes. Herr Kalf, wie ist denn das psychologisch, wenn ein ganzes Volk religiös und aber auch politisch sich auf eine einzige Figur konzentriert, was entsteht dann da? Entsteht da nicht ein großer Druck im Innern? Also mit dem Druck bin ich natürlich schon einverstanden, weil der Dalai Lama repräsentiert natürlich für sie Hoffnung und auch ein Stück Identität, die ja gerade in der Situation des Exils, wo man mit Unsicherheit und Not konfrontiert ist, außerordentlich wichtig ist. Und ich glaube, wenn das in irgendeiner Form angegriffen oder bedroht wird, ist das wiederum auch für die Tibeter eigentlich, wie wenn man ihnen noch alles wegnimmt, was sie haben, auch die Hoffnung. Nun, letztlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das natürlich das Recht jeder Gemeinschaft zu bestimmen, was authentisch zu ihr gehört und was nicht. Also wer drinnen bleiben kann und wer hinausgehen muss. Darin unterscheidet sich der tibetische Buddhismus in nichts von der katholischen Kirche. Das eigentliche Problem beginnt dort, wo solche Ausgrenzungen für den Einzelnen politische Folgen haben oder wo Menschenrechte gefährdet sind. Ich habe darum den Premierminister der Exilregierung gefragt, wie das rechtlich bei Ihnen geregelt ist. Was passiert, wenn bei der nächsten Wahl ein Schukten-Anhänger ins Parlament gewählt wird? Wird ein solcher Schukten-Verfechter im Parlament akzeptiert? Schon in der Vergangenheit gab es in der tibetischen Gesellschaft Konflikte. Menschen mit anderen Ansichten sitzen auch heute im Parlament. Das können wir nicht verhindern. Wir sind eine Demokratie. Wenn das Volk Shukden-Anhänger wählt, muss man es akzeptieren. Wir haben von der Spannung im Inneren und von der Konzentration auf eine einzige Figur gesprochen. Ich meine, dass in diesem Zusammenhang natürlich der gewaltige Druck noch erwähnt werden muss, der von außen kommt, nämlich von der Tatsache, dass Tibet seit 1950 von China unterjocht wird. Spielt China in diesem Konflikt eine Rolle? Herr Dr. Koller, ich komme gleich zu Ihrer Frage zurück. Aber vielleicht ist wichtig zu erwähnen, dass 1994 der Dalai Lama offiziell klargestellt hat, also ein Statement herausgegeben hat, in dem er gesagt hat, wenn die Exil-Tibeter zurückkehren nach Tibet, dann wird eine Interimsregierung eingesetzt. Und dieser Interimsregierung würde er alle seine historischen Autoritäten übergeben. Also das wäre eine säkulare Regierung. Ja, von dann an werde ich ein ganz einfacher Mönch sein. Er hat ganz klar gestellt, wenn die Vereinigung zwischen Exil-Tibet und Tibet in Tibet, wenn dieser Tag kommt, und wenn eine neue tibetische Regierung eingesetzt ist, dass er von dann an keine Regierungsposition oder politische Position innerhalb des tibetischen Staates ausüben will. Das hat er ganz klar gemacht. Jetzt zu der, wir haben klare Anzeichen gefunden, dass die chinesische Regierung natürlich versucht, diese Kontroverse innerhalb der Tibeter Gemeinschaft jetzt auszubeuten. Beispielsweise werden jetzt Exil-Tibeter von Indien, die nach Tibet reisen wollen, müssen bei der chinesischen Botschaft in Delhi eine Einreisebewilligung einholen. Und da bei der Befragung wird immer die Frage gestellt, sind Sie ein Schuldenanhänger oder nicht? Und wenn man sich als Schuldenanhänger bekennt, dann wird das Gesuch
schnell und effizient und behandelt und auch genehmigt. Weitere Anzeichen sind, dass in chinesischen Publikationen im Ausland diese Kontroverse innerhalb der Tibetergemeinschaft einen großen Raum gegeben wird und den Dalai Lama als Religionsunterdrücker, Menschenrechtsverletzer und so dargestellt wird. Zum anderen haben wir auch zum Beispiel tibetische Lamas, die als Schuktenanhänger bekannt sind und im Westen leben. Zum Beispiel ein Lama, der in Italien lebt, war nach Tibet gereist und als er in China war, hat er in Beijing den von der chinesischen Regierung eingesetzten Panchen Lama, die kein Tibeter anerkennt, hat er aufgesucht und diesem Panchen Lama seine Huldigungen dargebracht. Hier ist auch klar zu sehen, dass die Schuktenanhänger auch von der chinesischen Regierung instrumentalisiert wird. Und dann, was ganz wichtig ist, glaube ich, das große internationale Ansehen seiner Heiligkeit des Dalai Lamas in der Weltöffentlichkeit ist für die chinesische Regierung immer ein großes Problem gewesen. Nun sieht die chinesische Regierung eine Möglichkeit, mit der richtigen Anti-Dalai-Lama-Kampagne der Schuktenanhänger im Westen, sieht sie eine reelle Möglichkeit, das Ansehen des Dalai-Lamas im Westen jetzt anzukratzen. Nun, wir haben viel vom Dalai-Lama gesprochen. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Dalai-Lama selber über das Schuktenproblem zu sprechen. Im Gegensatz zu früher begegnen Ihnen heute die Medien viel kritischer. Beunruhigt Sie das? No. I think it is very important to know both sides. Nein. Ich denke, es ist sehr wichtig, beide Seiten zu kennen. Und ich sage unseren Leuten, wir sollten uns mehr mit unseren Schwächen beschäftigen. Die anderen sollen von unseren Stärken reden. Das ist meine Überzeugung. Let other people talk about the positive side. So this is my basic sort of thinking. Ich habe gehört, gesehen habe ich es nicht, dass auch das deutsche und das Schweizer Fernsehen Negatives über uns berichtet haben. Ich denke, es ist gut so. Es weckt die Bereitschaft und das Interesse, noch mehr darüber nachzudenken und nachzuforschen. Es ist gut, alles offen darzulegen. To study more, to carry investigation. So it is good to open everything. Tibet hat riesige Probleme zu bewältigen. Ist es da sinnvoll, dem Konflikt mit der Schuktenminderheit so viel Bedeutung beizumessen? Nein, zu den Schukten. Zunächst freut es mich, dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. Es ist eine kontroverse Sache, die schon über 350 Jahre alt ist. So viele Jahre blieb es eine kontroverse Angelegenheit. This is a controversial thing, which actually I think lasted more than 350 or 60 years. So all those years, it remained very controversial. Nun ist die Sache aufgebrochen und publik geworden. Jetzt können sich die Leute damit befassen und sich ein eigenes Urteil bilden. Das ist sehr gut. Very good. So I feel it's very good. But now I think the real thing, as I mentioned earlier, in the last. Das Wichtige aber ist,
Diese Kontroverse der letzten 300 Jahre hat sich nun aber in den letzten 60 Jahren zugespitzt. Der Shukden-Geist hat im Süden Tibets zu unerfreulichen Ereignissen geführt, in Kham, im Loka-Gebiet und im Zhang-Gebiet. You see, causes many